Der Dr. Birchenbenner ist durch seine Entdeckungen und Lehren zum Pionier von der modernen Diätküche geworden. Und darüber hinaus hat er als Ersten erkannt, in welchem Maß eine geregelte Lebensordnung dazu beitragen kann, den Menschen gesund zu machen und gesund zu erhalten. Schon als junger praktizierender Arzt erfahrte Dr. Bircher an sich selber und dann auch bei der Behandlung von einer todkranken Patientin, was für eine Hilfe am Körper fein präparierte Naturnahrung kann sein. Im Dienst als Militärarzt sorgt er dafür, dass seine Patienten geeignete Krankenkost und viel frisches Obst bekommen. Schon um die Jahrhundertwende hat er seine neue Ernährungslehre dann in den Grundzügen fertig ausgebildet. Es braucht aber dann noch 27 Jahre, bis er niemand mehr als Rohkostapostel verspottet. Heute ist die Birchenbenner-Methode weltbekannt. Und in fast jedem Schweizer Haus gibt es gelegentlich ein Birchermüsli. Tun wir uns wieder einmal daran erinnern, was es genau für das klassische Birchermüsli alles braucht. Pro Person ein Löffel Haberflöckli feine, eventuell zum Teil ersetzt durch Leinsamen. Ein Esslöffel Kondensmilch, zuckerte muss es sein. Dann kommt der Saft von einer halben Zitrone. Von der Orange nimmt man dann nur die Schale. Ein halber Deziliter gewöhnliches Wasser für kleine Kinder und für Kranke wird es abgekocht. Ein mittlerer Äpfel, eine halbe Banane. Eventuell ersetzt durch Saisonfrüchte. Und jetzt kommt Garnitur, die ist wichtig. Nüsse und Orangenschnitz. Und jetzt, wie das Müsli kunstgerecht gemacht wird. Die Reihenfolge genau heisst Haberflocken, die zuckerte Kondensmilch drin, und dann kommt das Wasser. Alles nach ganz strengen Regeln. Und jetzt kommt der Saft von der halben Zitrone. Ein bisschen umeinander rühren. Für einen guten Geschmack eine kleine geraffelte Orangenschinte. Und dann wird der Äpfel geraffelt auf der Original-Bircher-Raffel, die wir alle kennen, selbstverständlich. Der Stiel und die Fläugen kommen weg, aber die Schinte und das Gräubchen werden damit geraffelt. Übrigens zeigt uns das garantiert echte Birchermüsli eine Spezialistin für moderne Ernährung, Frau Nelly Hartmann, und wir sind sehr dankbar dafür. Man muss darauf achten, dass man nachher den Äpfel mit dem übrigen schnell untereinander machen, damit er ja nicht braun wird. Und das wird verhindert durch Zitronensaft. Der mittlere Äpfel, den wir hier sehen, kann natürlich ersetzt werden durch Saisonfrüchte. Zum Beispiel eignen sich Beeren sehr gut. Man nimmt davon eine grosse Tasse, das sind etwa 150 Gramm Früchte. Man kann zum Beispiel auch nehmen, 2 Pfirsich und eine halbe Banane. Lustigerweise sich Aprikosen und Birnen gar nicht dazu eignen. Sie machen das Müsli viel zu wässrig. Aber wenn es möglich ist, sollte man immer die halbe Banane dazu nehmen. Sie ist sehr gut im Geschmack und tut das ganze Müsli auf eine gute Art binden. Es gehört auch dazu, dass man nachher so ein feines Birchermüsli schön anrichtet. Nicht einfach lieblos auf einen Teller schütten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer netten Schale? In den Garnituren nachher kann man seine Fantasie, der Früchtefantasie natürlich, freien Lauf lassen. Wir nehmen zum Beispiel Orangenschnitz, schneiden der Länge noch schneiden. Und immer gehören Nüsse dazu.
Wir nehmen Äpfel oder Nüsse, Ananas oder Trauben und im Sommer Erdbeere. Das Birchenmüsli war das berühmteste, das beliebteste Rezept des Dr. Bircher Benner. Aber von ihm war es nicht als eine einzelne Speise gedacht, sondern vielmehr als Teil eines ganzen, gut ausgewogenen Ernährungsplans. So wie er für die Patienten von der Bircher Benner Klinik noch heute für jeden Tag aufgestellt wird. Erfahrene Diätschwestern sorgen beim Essen dafür, dass jeder Patient genau das überkommt, was ihm am besten dient. Der Sinn davon ist, dass jeder Kranke seinen Nahrungsbedarf mit der relativ kleinsten Menge decken kann. Und das, ohne die beteiligten Organe übermäßig zu belasten. Gerade heute, wo die Herz- und Kreislaufkrankheiten überhand nehmen, kommt der Diättherapie eine besonders grosse Bedeutung zu. Die Diätküche ist für den Dr. Bircher Benner bei der Behandlung seiner Patienten immer im Vordergrund gestanden. Aber sie war ihm nicht alles gewesen. Er hat mehr Welle. Er hat Welle zu einer Heilungsmethode vorstoßen, wo der ganze Mensch erfasst. Auch der seelischen Ursache vom Kranksein hat er Welle entgegentreten und dann auch all denen gewonnenen, wo der Gesundheit schaden können. Schon 1900 hat er für seine Patienten das Mittagsschläfli befohlen, ein Rhythmus von Ruhe und Bewegung. Und das ist die Liegehalle vom Volkssanatorium, wo der Dr. Bircher dank einem Legat von einem von seinen Patienten hat gründen konnte. Etwa so hat sie der Turnstunde ausgesehen, um 1910. Und das ist die Gymnastikstunde heute im Volkssanatorium. Seine Ordnungstherapie hat sich der Dr. Bircher als eine Art Gesamtnenner gedacht. Für alles das, was zusammen könnte zu einem richtigen Heilplan gehören. Von der Ernährung über das Seelenleben bis zum Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Regelmäßige Laboruntersuchungen geben den ärztlichen Betreuer im Bircher Sanatorium immer wieder ein klares Bild, wie die Diät und die Gesamtkur beim Patienten anschlägt. Auch die Wasserbehandlung ist vom Dr. Bircher schon früher in seinen Heilplan mit aufgenommen worden. Als junger Arzt ist er extra zum Professor Winternitz auf Wien gereist, um sich in der Anwendung der Wasserkuren gründlich anlehren zu lassen. Die Ärztekonferenz. Dem Dr. Bircher seine Hoffnung war eine neue Ärzteschaft. Eine, die ihre Aufmerksamkeit nicht allein der einzelnen Krankheit widmet, sondern darüber aus darauf schaut, den ganzen Menschen gesund zu machen. Dort, wo 1900 das erste kleine Sanatorium gestanden ist, befindet sich heute ein stattliches Haus. Die Bircher-Benner-Methode hat heute Weltruf. Führende Diätetiker tragen die Bircher-Benner-Medaille, die beim zweiten Internationalen Vitalstoff- und Ernährungskongress in Hannover gestiftet worden ist, zum bleibenden Andenken an Dr. Bircher. Aus aller Welt kommen auch heute Patienten an Zürichberg, um nach dem Dr. Bircher seine strengen Vorschriften zu leben, um auf seinem Weg die Gesundheit zu suchen. An den Arzt, der um die Jahrhundertwende als Erster den Gesundheitswert der pflanzenfrischen Nahrung erkannt hat, erinnert die Tafel über dem Eingang zum Volkssanatorium. Auf dieser Tafel steht: Der Weg liegt vor euch, es kommt nur darauf an, dass ihr ihn geht. Max Bircher Benner, Schweizer Arzt und Ernährungsphysiologe, 1867 bis 1939.